Hallo Pferdeleute. Normalerweise mache ich ja, wenn dann etwas über andere Trainer, eigentlich nur React-Videos zu Sandra Schneider und Bernd Hackl. Und eigentlich bin ich auch tolerant, was so Trainer betrifft, aber die beiden, die haben mich eben doch teilweise ganz gewaltig aufgeregt, weil sie sich so als unheimlich pferdegerecht verkaufen. Und guckt man genauer hin, sind das halt leere Worte, weil die Handlungen bei Sandra Schneider, fällt mir da jetzt mal spontan ein, dass sie Pferden einen Longenkarabiner durchs Maul zieht. Und bei Bernd Hackl, da sind dann halt so Sprüche, ich Chef, du nichts. Und man sieht halt auch dieses schlechte Timing, er macht Druck, das Pferd bemüht sich und er nimmt den Druck nicht weg. Solche, ich sag jetzt mal, Kleinigkeiten, die fürs Pferd ganz viel bedeuten. Weil diese beiden an einem Event mitmachen, das Mustang Makeover heißt, habe ich da eben auch geguckt und mich ein bisschen damit beschäftigt. Es gab ja auch schon mal den Trainer-Contest, wo der Bernd Hackl mitgemacht hat. Da gab es auch so ein paar Unstimmigkeiten, da hänge ich euch hinten ein anderes Video dran, was ich da mal gemacht habe. Jedenfalls habe ich mir das Mustang Makeover angeguckt, fand das zuerst eigentlich so ganz schön, aber dann informiert man sich ja. Und auch da fallen einem so ein paar Sachen ein, wo man denkt, ist schön und gut, Mustangs zu retten. Und da werden dann für wirklich fünfstellige Beträge hier Mustangs eingeflogen, damit die nicht geschlachtet werden oder damit die nicht in Auffangstationen versauern. Da frage ich mich, sind die Zustände in diesen Auffangstationen so erbärmlich, dass die da unbedingt rausgeholt werden müssen? Weiß ich jetzt nicht, kann ich echt nicht beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, wir haben in Europa natürlich auch Pferde, die der Rettung bedürfen und die auch an den Schlachter gehen. Ich nehme einfach mal die Haflinger. Sind die Amerikaner nicht selbst in der Lage, ihre Pferde zu retten? Kann man sehen, wie man will. Bis dahin habe ich auch gedacht, okay, ich würde sagen, rettet lieber die hiesigen Pferde, aber ist ein tolles Event auf den ersten Blick. Dann gab es, kam das Programm raus, das habe ich euch hier. Irgendwie kann man jetzt auf Plus drücken. Und man liest halt Pflichtaufgabe unter 10:30 Uhr hier bei Deutsche Bank Stadion. Die Teams zeigen ihre Arbeit im Trail an der Hand und unter dem Sattel. Und da unten ist eine weitere Pflichtaufgabe bei 17 Uhr. Trainer Challenge, Pflichtaufgabe 2. Die Teams reiten eine Horsemanship-Dressuraufgabe. Und da habe ich diese Nacht eine kleine Diskussion gehabt mit dem Veranstalter. Finde dann heute Morgen eine Änderung. Da steht jetzt wichtiger Hinweis zum Thema Reitbarkeit. Könnt ihr euch tatsächlich dann selbst durchlesen, wenn ihr auf Pause drückt. Und das hat sich auch geändert. Könnt ihr also auf 10:30 Uhr auch selbst durchlesen, einfach nur Pause drücken. Und hier steht auf einmal, sofern das Pferd noch nicht geritten werden kann, kann die Prüfung selbstverständlich am Boden absolviert werden, denn wir wollen Partnerschaft ohne Zwang bewerten. Soweit so gut, erstmal. Aber wie gesagt, mein Foto könnt ihr euch ja auch angucken. Gestern war das noch anders. Will ich auch mal erst nicht meckern, aber dann bin ich über das hier gestolpert und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich ein Video. Und zwar, kann man einen Mustang in 90 Tagen reitbar machen? Ja, kann man, wenn man Vertrauen und Partnerschaft in den Vordergrund rückt und so weiter und so weiter. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Bei manchen Pferden klappt das ganz bestimmt und manche Pferde können auch ganz hervorragende Leistungen da zeigen. Und natürlich ist es so, wenn man viel Druck macht, ich erwähnte gerade den Bernd Hackl, bei dem ist das ganz oft so, der macht zu viel Druck, nimmt den Druck nicht rechtzeitig weg und dann kriegt man in ein paar Monaten eigentlich gar nichts erreicht. Da haben sie an sich recht. Lesen wir mal weiter. Jetzt heißt es auf einmal eben, ich hatte das erwähnt, alle Prüfungen können auch an der Hand absolviert werden. Aber wenn es einen Gewinner gibt und es sind Prüfungen, würde ich doch mal sagen, dann muss man etwas finden, wo alle die gleichen Bedingungen haben, wo alle die gleiche Aufgabe machen und dann bewertet man den, der diese Aufgabe am besten gelöst hat. Weil sonst ist es ja wirklich, ist dem Tür und Tor geöffnet zu sagen, ich setze den auf den ersten Platz, der mir am sympathischsten ist. Also zumindest die Möglichkeit darf man nicht außer Acht lassen. Und jetzt geht's los. Wir bewerten nicht das am weitesten ausgebildete Pferd, sondern das harmonischste Paar, steht da hier oben. Harmonie entwickelt sich über Vertrauen und Fairplay, nicht über Stress und Zwang. Und danke Mustang Makeover, dass ihr mir das gesagt habt. Da wäre ich sonst überhaupt nicht drauf gekommen. Ich muss mal ganz kurz was anderes öffnen.
hier bei meiner eigenen Homepage 12oaksranch.de. Jetzt muss ich mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich ein Buch geschrieben Das habe. Buch? Buch heißt Western Reiten meets Natural Horsemanship. Wie das Turnier zum gemeinsamen Projekt von Pferd und Mensch ist. Und das hat genau diese Themen auch, die da angesprochen werden. Klar, dass man das Pferd, dass man es nicht überfordert, wie man es begeistern kann, all diese Sachen. Aber wir normalen Turnierreiter wussten das ja noch nicht. Eine echte Alternative zu Wettbewerbs- und Turnierveranstaltungen. Warum soll es dazu eine Alternative geben? Das ist doch gut, wie wir es haben. Zumindest, wenn man jetzt mal die EWU nimmt. Ihr seht, ich habe da oben das Regelbuch aufgeschlagen. Ich werde das gleich mal zitieren. So, wo die Leute sich eine Menge Mühe machen. Ein gutes Regelbuch. Zum Beispiel, dass es hier Leistungsklassen gibt, sieht man dann direkt. Leistungsklasse 5 für Einsteiger, Leistungsklasse 4 halt. Das sind dann Leute, die schon ein bisschen besser sind, die haben dann total leichte Pattern. Und es gibt Jungpferdeprüfungen. Und es gibt sogar Schritt- und Trabklassen, wo kein Galopp geritten werden muss. So, wo jeder nach dem Leistungsstand seines Pferdes die passende Prüfung findet. Also, was ist an den Turnieren jetzt auszusetzen? Du hast schon oft auf dem Turnierwettbewerb gestanden und dich gefragt, warum der Sieger gewonnen hat, obwohl ein anderer Reiter sein Pferd viel harmonischer präsentiert hat. Tja, vielleicht hat man einfach keine Ahnung und denkt, der andere hätte das viel harmonischer präsentiert. Da ist es natürlich schon so, reitet man an der falschen Seite der Pylone vorbei beim ganz normalen Turnier, ist man disqualifiziert. Aus Fairness den anderen Reitern gegenüber, die sich gut vorbereitet haben und sich den Weg besser gemerkt haben. Das kann ja nicht belohnt werden, wenn einer sich die Pattern nicht anguckt. Oder wenn in der Aufgabe halt steht, es ist kein Galopp drin und jemand galoppiert, dann gibt es Abzug. Ne? Je nachdem, wie viele Schritte der galoppiert, gibt es halt 2 oder 4 Punkte Abzug. Also ganz genau weiß ich es auch nicht, ich bin kein Richter. Wenn ich das aber mich frage, weil ich bin ja kein Richter, oh, warum hat jetzt der gewonnen? Meine Tochter, die ist viel harmonischer geritten und bei meiner Tochter hat das Pferd gar nicht das Maul aufgerissen. Dann geht man zum Richter und sagt dem Richter genau das, was ich gerade gesagt habe. Und dann sagt er, okay, in dieser einen einzelnen Aufgabe, wo der Reiter vom anderen Pferd, wo das Maul mal kurz auf war, da war sie besser. Aber sie hat die ganze Zeit immer die Hand gehoben und wieder runter und die Hand gehoben und wieder runter. Und in der Western Horsemanship will man halt keine Hilfen sehen. Und wenn das öfter vorkommt, auch wenn es an sich sanfter war, steht man ganz peinlich da, ne? Habe ich auch bei meinem Sohn schon gehabt, ne, wo ich dachte, warum ist der jetzt raus? Ja, der hat keinen Schritt gezeigt, ne, das Pferd ist gleich in den Trab gegangen. Solche Sachen. Ne? Manchmal ist es auch, haben wir auch schon erlebt, dass man wirklich auch angesprochen wird und sagt, hör mal, warum ist denn jetzt die Larissa da nicht Erste geworden? Da, klar, gibt es auch schon mal Irrtümer. Haben wir alles in diesen, was weiß ich, 6 Jahren, wo wir Turniere reiten, haben wir all diese Sachen schon erlebt. Halt, ne? Wo man sich denkt, warum ist die jetzt nicht und der andere. Geht man zum Richter, erfährt man's. Okay. Aber am Ende ist es halt so, und das ist in 95% der Fälle immer so, dass eine bestimmte Aufgabe, je nach Leistungsstand des Pferdes, verschiedene Aufgaben geritten werden muss und von denen, die exakt geritten haben, wird der vorne bewertet, der das am harmonischsten macht. Und dafür gibt es auch Kriterien, die zeige ich euch gleich. Also, dann steht hier, dann bist du beim Mustang Makeover genau richtig, wenn ich eine echte Alternative zum normalen Turnier suche. Es gibt ihn, den Wettbewerb, der über Harmonie und Vertrauen bewertet wird. Ja, bei der EWU gibt es den immer schon, seit Jahrzehnten. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, genau hinzuschauen. Was sagen uns die Ohren des Pferdes? Hat das Pferd entspannte Augen oder sind die Nüstern gekräuselt? Wie gerne arbeitet das Pferd wirklich mit seinem Reiter zusammen? Also mit Nüstern gekräuselt, weiß ich jetzt nicht, ob das so in dem Regelbuch steht, aber ich gucke jetzt mal, was da genau steht. Hier sind wir, mal bevor ich euch das zeigen kann, wie das gewertet wird bei Berichtigung von Platzierungen und Proteste. Das muss hier alles auch fair sein, dem Pferd gegenüber und dem Menschen gegenüber. Ist alles geregelt. Hier haben wir den Steward. Der EWU-Steward ist befugt, gegen Teilnehmer eine Verwarnung auszusprechen, wenn diese mit ihrem Verhalten gegen die genannten Bestimmungen verstoßen. Da gibt es auch Tierschutzbestimmungen ohne Ende. Da gibt es Ausrüstung, die verboten ist, auch auf dem Abreiteplatz. Man sieht hier bei den Richtern, die haben alle eine Ausbildung und AB, C, D, E. Das bedeutet, dass nur bestimmte gut ausgebildete Richter
Turniere prüfen können und nicht einfach, dass da jemand, ich mache eine Veranstaltung, jetzt bin ich auch gleich Richter. Verbotene Ausrüstung ist hier geregelt, also den Link stelle ich euch unten in die Infobox, könnt ihr also alles nachlesen. Breitensport-Sportwettbewerbe gibt es auch. Na, das sind dann diese E-Turniere, die dann die Qualität von so einem Mustang-Makeover hätten, wo es um nichts geht. Also ich würde mal sagen, 99% der Turnierreiter haben mit Meisterschaften oder mit den Dingen, wo man Geld gewinnen könnte, überhaupt nichts am Hut. Und niemand wird gezwungen, in einer LK1-Prüfung zu reiten. Bis man da mal ist, da ist, da vergehen Jahre. Gut, jetzt wollen wir mal die Bewertungsmöglichkeiten. Kopfhaltung des Pferdes zu hoch. Kopfhaltung des Pferdes zu tief. Ohrenspitzen tiefer als der Widerrist. Überbogener oder angespannter Pferdenacken, sodass die Nase hinter die Senkrechte abgibt. Ist genauso verboten wie beim Mustang-Makeover, aber die stellen sich als die Pferdeleute auf. Extrem nach vorn gestreckte Nase auch. Aufgesperrtes Maul ist verboten. Schweifschlagen hatte ich gesagt, das ist alles geregelt und da geht es natürlich immer um Harmonie. Und da sind mehr als diese drei Kriterien, die beim Mustang Makeover genannt worden sind. Da ist das doch hier eigentlich die bessere Alternative. Zum Beispiel keine Bewertung. Der Gebrauch des Wurmhals in anderer Weise als im Regelbuch beschrieben. Ich weiß, dass ein Drohen mit dem Zügel auch zur Disqualifikation führt. Dann haben wir noch Fehler, die zwischen den Hindernissen vorkommen können. Wir sind beim Trail und nach Schwere bestraft werden sollen. Kopfhaltung zu hoch, Kopfhaltung zu tief. Überspannung des Genicks, sodass der Nasenrücken hinter der Senkrechten ist. Extremes Nase vorstrecken, extremes Maul öffnen. Da haben wir eine Aufgabe am Boden, wo man sich fragt, warum ist die Pflichtaufgabe nicht für alle am Boden und man hat dann vielleicht doch noch eine Kür für jeden. Wäre auch so eine Möglichkeit, aber da will ich denen jetzt nicht reinreden. Das Einzige, was mich ja auch wirklich nur stört, die verkaufen sich da als die Heiligen, auf die man gewartet hat. Und die regulären Turniere sind so schlimm und so tierquälerisch. Aber Gott sei Dank gibt es jetzt den Mustang Makeover. Und wir haben eine Alternative zu dem bösen, bösen regulären Turniersport. Ne, da gewinnt auch nicht das am weitesten ausgebildete Pferd, sondern man muss sich selbst erstmal hocharbeiten, um so schwierige Sachen überhaupt reiten zu dürfen. In der LK5 gibt es keine Reining, da gibt es keine Western Riding bei den Einsteigern. In der LK4 gibt es immer noch keine Western Riding und die Super Horse gibt es erst ab LK2. Jetzt habt ihr gerade ja ein bisschen ins EWU-Regelbuch reingeguckt und hier steht: Helft mir, diese Veranstaltung bekannt zu machen, denn das sollte die Zukunft sein. Keine Pferde hinter der Senkrechten. Bei der EWU gibt es auch Abzug. Aber es passiert halt schon mal, dass Pferde hinter die Senkrechte kommen. Und wenn ein Pferd hinter der Senkrechten ist, für 30 Sekunden oder für eine Minute, da sagt meine Physiotherapeutin, dass es dann dem Pferd auch mal gut tut, weil man ja einfach diese Dehnung erreicht. Und es passiert eben auch bei jungen Pferden, weil man die noch gar nicht so weit ausgebildet hat. Hinter der Senkrechten zu sein, ist nicht das Problem. Da tue ich euch auch einen Artikel von mir in die Infobox, den ich mal für Former Horse geschrieben habe. Keine aufgerissenen Augen, keine blauen Zungen. Ja, auf einem anderen Turnier kriegt man da auch Abzug drauf. Und wenn man mit auf einem EWU-Turnier mit einer blauen Zunge daherkäme, dann könnte man sofort nach Hause fahren. Also, was wird da unterstellt? Wir wollen entspannte Pferde, die sich vertrauensvoll dem Reiter anschließen. Ja, wir auch, wir EWU-Reiter. Und im Team mit dem Reiter zusammenarbeiten. Ja, ganz genau, das wollen wir. Wenn das aber jetzt so ist, wie die das jetzt so schreiben, dass man, wenn das Pferd noch nicht so weit ist, absteigen kann, das Ganze im Schritt machen kann oder Aufgaben auslassen kann, dann braucht man gar keinen Wettbewerb mehr zu machen, dann macht man einfach eine Veranstaltung. Wir stellen verschiedene Ausbildungswege vor und wir haben keinen Gewinner. Wenn es einen Gewinner gibt, dann können sie uns erzählen, was sie wollen, dann wird der Gewinner auch versuchen, irgendetwas dafür zu tun, dass er das Ding gewinnt. Halt. Und wenn es dann halt ist, das Pferd wird ein ganz klein bisschen nervös, ich steige ab und breche die Prüfung ab und ich habe schon gewonnen. Ey Leute, das ist ein Witz. Und das glaube ich auch nicht, dass das so ist. Wenn das aber so ist, wir haben das beim Trainercontest ja schon erlebt, dass der gewinnt, der da mit Feuer arbeitet und hat eine tolle Show.
Und der sogar dann gewinnt, wenn er gar keine Videos einreicht. Das war in dem Fall der Bernd Hackl. Und das sind jetzt mal neue, die dabei sind. Sind bestimmt nette Mädchen. Aber es sehen diese ganzen Gesichter vom Trainercontest, findet man da wieder. Und da war das ja auch schon so merkwürdig mit dieser Bewertung, dass eben der gewinnt, der sich nicht an die Regeln gehalten hat. Also Leute, das ist keine Veranstaltung zum Turniersport. Mustang Makeover dürft ihr gerne machen, wenn ihr meint, aber das jetzt darauf aufzubauen, wir unterstellen der normalen Turnierwelt Tierquälerei und von der von uns unterstellten, gar nicht existenten Turnierquälerei. Davon heben wir uns ab. Also Leute, da kann ich echt nur lachen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschö.